Hallo, ich bin Christian von Brutus Barbecue. Heute machen wir Cherry Chipotle Schichtfleisch aus dem Dutch Oven mit leckeren Bratkartoffeln dazu. So sieht's aus, so soll es sein und wie wir das gemacht haben, zeige ich euch gleich. Für unser heutiges Gericht brauchen wir gar nicht viel Zutaten. Wir machen Schichtfleisch in unserem Petromax, das ist ein FT3. Dazu nehmen wir Fleisch vom Munden Bentheimer, hier in diesem Fall ist das Schnitzelfleisch. Wir nehmen in etwa die gleiche Menge Zwiebeln, die wir relativ grob schneiden. Bacon, mit dem legen wir den Dutch Oven aus. Das Ganze würzen wir mit Cherry Chipotle von Tim und Sebastian von der Sauerland Crew. Pellkartoffeln, die werden recht puristisch zubereitet mit Salz und Pfeffer. Worauf man bei Bratkartoffeln zu achten hat, sage ich euch später. Als Gemüse gibt es eine Zucchini, in Streifen geschnitten, mit ein bisschen Olivenöl, Salz drüber und schön angegrillt. Als erstes fangen wir mit den Zwiebeln an. Und wir pellen sie ab. Stell die nicht ganz so schöne Schneiden weg oder nehmen noch eine Schale mit weg. Genug davon haben wir. Das machen wir jetzt mit allen Zwiebeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Zwiebeln sind jetzt alle abgepellt, wir schneiden sie in Scheiben. Kann ruhig so dick sein, das muss gar nicht dünner sein. Sie zerfallen hinterher im Topf sowieso, weil wir eine längere Garzeit haben. Ich nehme gerne diese roten, ganz einfach, weil sie milder sind. Die haben für mich einen besseren Geschmack. Das machen wir jetzt mit allen Zwiebeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Als nächstes nehmen wir unser Fleisch. Die Stücke sind mir ein wenig zu groß. Halb so groß reicht allemal. Das heißt, wir teilen sie in der Mitte. Dann können wir sie hinterher besser verarbeiten. Ein Drittel vielleicht. Seht ihr, wie schön das durchzogen ist? Nichts ist langweiliger als ein mageres, ohne Fett durchzogenes Fleisch. Jetzt unsere Schale von der IKEA. Packen unser Fleisch hinein. Ich nehme es deshalb, weil ich sonst mit dem Rab den ganzen Tisch versauere. Leute, das riecht gut. Darf ruhig etwas mehr sein. So eine Schale hat vor allem den Vorteil, wenn was daneben fällt, bleibt es in der Schale. Und ich kann es für das nächste Stück Fleisch benutzen. So in etwa sollte es sein. Das reicht. So, unser Fleisch ist nun eingerappt. Man könnte es theoretisch jetzt im Kühlschrank stellen. Für 2-3 Stunden. Ich halte es für Blödsinn. Wir packen es sofort in den Dutch Oven. So, unser Dutch Oven ist noch neu. Aus dem Grunde werden wir den beim ersten Mal mit Olivenöl ein wenig einpinseln, damit uns nichts anbrennt. Das Schöne an diesen Töpfen ist ja,
je öfter man sie gebraucht, desto besser werden sie. Sie nehmen mehr Geruchsmoleküle auf, weil das ein offener Guss ist, und geben die hinter beim Kochen wieder ab. Das ist auch genau der Grund, weshalb man die nicht mit Spüli bearbeiten sollte, um sie sauber zu machen. Einfach ausspülen mit klarem Wasser, das reicht vollkommen. Denn sonst würde der Topf den Geruch vom Spüli annehmen und ich glaube nicht, dass das irgendeiner am Essen haben möchte. Wir nehmen unseren Bacon, fummeln ihn auseinander, wenn es denn geht. So, legen damit schön den Boden aus, damit es nicht anbrennt. So soll es aussehen, das reicht schon. Der Rest zurück. Jetzt beginnen wir mit dem Fleisch. Erst eine Schicht Fleisch. Dann packen wir Zwiebeln dazwischen. Dann kommt das nächste Stück Fleisch. Mit den nächsten Zwiebeln. Und das wiederholen wir so lange, bis der Topf voll ist. Bisschen drücken. Das nächste Stück Fleisch. Und das sieht fast aus wie berechnet. Es passt wunderbar. Und fast hätte ich unseren Ketchup vergessen. Den haben wir selber gemacht. Dazu gibt es ein separates Video. Ein richtig leckeres Zeug. Und davon kippen wir ein bisschen über das Fleisch. Das sollte reichen. Das ist die ganze Kunst. Deckel drauf und fertig. Wir werden circa 3 Kohlen unten drunter packen. Dann kommt unser Topf drauf und oben drauf nochmal 5, vielleicht 6. Hier 5, 6 und einen halben. So, das ist deutlich weniger als angegeben vom Hersteller. Der Hersteller sagt unten 5, oben 10. Dann hätte ich nach Herstellerangaben aber 170 Grad und das ist mir zu viel. Ich hätte es lieber low and slow. Lieber etwas länger, aber bei niedriger Temperatur gegart wird das Ganze viel zarter. Kommen wir nun zu unseren Bratkartoffeln. Hier haben wir festkochende Kartoffeln. Diese festkochenden Kartoffeln haben halt natürlich den Vorteil, dass sie nicht so schnell auseinanderfallen, wie der Name halt schon sagt. Das sind Pellkartoffeln vom Vortage. Es ist immer besser, wenn man die einen Tag lang im Kühlschrank hatte, bis wir die aufschneiden und zu Bratkartoffeln verarbeiten. Zu Bratkartoffel selbst, es ist eigentlich relativ einfach zu machen, trotzdem kann man genauso viel falsch machen. Wichtig ist, dass man die Bratkartoffel nicht vorher würzt. Es darf kein Salz dran und kein Pfeffer. Der Pfeffer verbrennt und das Salz entzieht das Wasser aus der Kartoffel und wir kriegen sie nicht knusprig und braun, sondern matschig. Wir werden jetzt die Kartoffel in Scheiben schneiden. Nicht allzu dick, aber auch nicht allzu dünn.
Das machen wir jetzt mit allen. Nur noch die Zucchini. Die schneiden wir in Streifen. Etwa in der Dicke. Das reicht schon. Legen Sie aus. Nehmen ein gutes Olivenöl. Ein wenig drüber. Wie, das war schon fast zu viel. Sollte nur so ein bisschen parfümiert werden. Und ein wenig Salz. Wie immer mein spezielles Lieblingssalz von Malden. Das ist die ganze Kunst. Ab auf den Teller zum Bereitstellen für gleich auf den Grill. Und dann sehen wir uns wieder. Wir haben unseren Napoleon gestartet. Auf der linken Seite unsere Grillplate, auf der wir gleich die Bratkartoffel zubereiten. Auf der rechten Seite unser normales Grillrost. Da kommen dann später unsere Zucchini-Scheiben drauf. Aber erstmal zu unseren Bratkartoffeln. Ich habe hier das ausgelassene Baconfett, das übrig geblieben ist von der Bacon Jam. Das hat ein richtig tolles Aroma nach Bacon. Und das gibt der Kartoffel, der Bratkartoffel, natürlich einen gewissen Pfiff. Da schmelzen wir jetzt. Das heißt, wir kriegen Bacon-Geschmack dran, ohne dass wir Bacon in der Bratkartoffel sehen. Es ist fast so zu gebrauchen wie Schmalz. Das Ganze schön einfetten, schmelzen lassen. Und wenn dann gleich die Grillplatte richtig heiß ist, erst dann kommt die Kartoffel drauf. Der Vorteil bei der Nutzung dieses Fetts liegt halt darin, dass wir einen sehr hohen Temperaturpunkt fahren können und dadurch die Kartoffeln schön kross werden. Butter würde uns dabei verbrennen. Das Fett fängt langsam an zu rauchen. Das ist für uns ein Zeichen, es ist heiß genug. Kartoffel drauf. Jetzt liegt die Kunst halt darin, nichts zu tun. Die Kartoffel ruhen lassen. Nicht jetzt in rumstochern, sonst fallen sie auseinander und nehmen auch keine Farbe an. Nochmal ganz wichtig, kein Salz dran, kein Pfeffer. Denn Salz würde das Wasser aus der Kartoffel ziehen. Dadurch werden sie matschig und das wollen wir nicht. Und der Pfeffer würde verbrennen. Gleichzeitig starten wir den Brenner auf der anderen Seite. Da kommen dann gleich unsere Zucchini drauf. Die grillen wir schön an. Die können auch ruhig vorher fertig werden, das macht nichts. Die stellen wir dann oben warm. So, die sehen ja schon mal gar nicht schlecht aus. Schön Farbe angenommen. Mal schauen, was unsere Bratkartoffeln machen.
silbrigen Farbe. Schöne Röstaromen, wenn man sie nicht in den Grill schmeißt. So sollten Bratkartoffeln aussehen. Das ist natürlich wunderschön, wenn man so eine große Grillplate hat. Und die Kartoffeln, die alle übereinander liegen. Sonst müsste man halt zwei Pfannen nehmen. Aber so ist es schon angenehmer, finde ich. Ja, die können wir schon zum Warm halten. Das reicht für ein Restaurant. Die Zucchini kann man übrigens hinterher auch wunderbar kalt essen. Schmeckt auch sehr gut. Ich habe nun die Gasbrenner unter der Plate ausgemacht. Wir werden die Bratkartoffeln hinterher nochmal schön aufknuspern, wenn der Topf soweit ist, unser Schichtfleisch soweit ist. Und dann sehen wir uns wieder. Mal schauen, wie es zwischenzeitlich aussieht. Oh, erstmal gar nicht so schlecht. Aber das braucht noch. Ich denke mal, circa eine gute Stunde. Dann soll es fertig sein. Unsere Bratkartoffeln haben jetzt genügend Farbe angenommen, genügend Röststoffe gebildet. Das reicht mir. Jetzt werden sie gesalzen. Nicht zu wenig. Dann kommt der Pfeffer hinzu. Wird gewendet. Ach Leute, der Pfeffergeruch ist geil. Hammer. Wüsstet, wie das riecht. Und jetzt nehmen wir die Temperatur runter. Halten sie jetzt praktisch nur noch warm. Unser Essen ist nun fertig. Die Bratkartoffeln sind gar und schön kross. Unser Gemüse hat Farbe angenommen und nun schauen wir mal nach unserem Topf, unserem Schichtfleisch. Oh ja, das sieht gut aus. Es sieht nicht nur gut aus, es riecht auch richtig gut. Sieht das nicht herrlich aus? Wunderbar. Wir richten an. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Noch ein Stückchen. Dann ein paar Bratkartoffeln. Ups. Die sind schon aus der Hand. Natürlich kein Sternekoch, die können das viel besser anrichten. Als ich. Jetzt noch ein bisschen Soße dazu. Ich liebe Soße. So soll es sein. Aber jetzt wollen wir es mal probieren. Mal kosten, wie es denn ist. Oh, Fleisch ist sehr zart. Hat eine angenehme Schärfe, nicht zu scharf. Das Gewürz von den Sauerländern kommt gut durch. Ist angenehm. Leute, das hat was. Wenn euch das Video gefallen hat,
gebt mir einen Daumen nach oben. Gegebenenfalls abonniert mich, dann verpasst ihr kein Video. Ansonsten bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Wo ihr das Gewürz herbekommt, findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie das Rezept und die Bezugsadresse vom Fleisch. Wir sehen uns. Bis dann.